Freunde der Öffentlich-Rechtlichen, ich habe ja bereits am Freitag ein Video zu Valulis hochgeladen, die mich in einem Beitrag sehr einseitig und schlecht dargestellt haben. Jetzt bin ich mal gespannt. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich allerdings noch gar nicht, dass es in der ARD-Mediathek noch einen Beitrag von Valulis gegen mich gibt, der einfach tausendmal schlimmer ist als das, was sie bei YouTube hochgeladen haben. Hier handelt es sich eindeutig um Rufmord, man hat einfach Dinge aus dem Zusammenhang gerissen und wichtige Informationen weggelassen. Sie haben das Ganze dann auch bei Facebook hochgeladen und da haben sie schon, bevor ich das geteilt hatte, extrem viele negative Kommentare erhalten. Aber schauen wir einfach mal rein. Und diese Woche kümmern wir uns um KuchenTV. Der YouTuber hat nämlich einen massiven Shitstorm gerade eingefahren. Oh, Riesen-Shitstorm? Ja, ihr habt ganz recht. Der Shitstorm war nämlich so riesig, dass man außerhalb von dieser Twitter-Bubble einfach gar nichts davon mitbekommen hat. Ich habe keine Hassnachrichten bekommen, auch keine Hasskommentare und meine Videobewertung war genauso gut wie vorher. So, wenn du keine Hassnachrichten bekommen hast, dann ändere ich das jetzt ganz kurz und schreibe dir jetzt einen auf Instagram. Ich meine, das Video, weswegen ich diesen Shitstorm bekommen habe, hat immer noch 94% Likes und das Video über diesen Shitstorm einfach 98%. Ja, das war wirklich echt hart für mich, muss ich sagen. Warum lügt ihr denn bitte bei so unwichtigen Sachen? Das müsst ihr mir wirklich mal erklären. Der hat über 1 Million Abonnenten, anfangs mit eher unschuldigen Formaten wie Facebook-Fails. Hier zeige ich euch immer Posts von irgendwelchen Vollidioten von Facebook und kommentiere das ein bisschen. Anfangs mit Facebook-Fails? Bro, den Kanal KuchenTV habe ich 2011 erstellt. Die erste Folge der Facebook-Fails kam 2014, also 3 Jahre später. Denen geht es natürlich nicht um das Format an sich oder was ich da mache, sondern sie wollten auf eine bestimmte Sache hinaus. Wenn ihr dieses Format toll findet, dann könnt ihr noch andere Folgen auf dem Kanal Rapecake Promotion sehen. Bei dem Namen des Kanals Rapecake Promotion, zu Deutsch Vergewaltigungskuchen-Reklame. Vergewaltigungskuchen-Reklame, Digga. Scheint vielleicht schon durch, dass dieses blonde, lebendige Grissini hier vielleicht nicht ganz knusper ist. Reklame, Digga. Junge, also wenn mein Bäcker so heißen würde, da würde ich da auf jeden Fall nicht mehr einkaufen gehen, Digga. Imagine, du gehst zum Bäcker. Junge, 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 Junge. Wahrscheinlich war das halt einfach das einzige Video, wo ich den Namen des Kanals genannt habe und deswegen mussten die halt das einfach das irgendwie wieder komisch sehr einbauen weird mit einer selektiert. Überleitung, die halt gar keinen Sinn gemacht hat. Den Namen Rapecake Promotion feiere ich heutzutage natürlich auch nicht mehr. Man kann sogar in deren Video sehen, dass das 2015 gewesen ist, als ich den Kanal so genannt habe. Das ist also auch schon wieder 6 Jahre her. Den Namen habe ich damals so genommen, weil man in der Meinungsblogger-Szene früher vor allem Videos gemacht hat, wo man andere Kanäle kaputt machen wollte. Dadurch haben sich so Sachen in der Szene etabliert wie, boah, den hast du voll geraped. Deswegen hatten auch einige meiner Videos so ein Gerape vor dem Namen. Ja, ich weiß, das ist absolut cringe und ich stehe da auch null hinter. Deswegen habe ich das auch vor 6 Jahren das letzte Mal gemacht. Aber eine Sache von vor 6 Jahren soll jetzt also beweisen, dass ich nicht ganz knusper bin. Also nicht ganz normal. Ist nicht ganz kruspe. Nicht ganz knusper, wer sagt das denn? Wirklich euer Ernst? Der Kanal hieß halt ungelogen ungefähr 6 Monate so. Und trotzdem wird da so ein Fass aufgemacht. Obwohl das ja wie gesagt auch gar nicht mehr meine Meinung ist. Bei KuchenTV wird diese Recherche gerne mal übersprungen. Hier zum Beispiel beim Video, die Corona-Beschränkungen sind dumm. Zehntausende Tote, noch schlimmere Folgen für die Wirtschaft. Was guckt ihr mich so an, Digga? Ich bin kein Experte. Keine Expertenmeinung, dafür aber sehr viel Meinung. Top-Mischung. Auch das wieder. Hier wird wieder ein 5-Sekunden-Ausschnitt aus meinem 11-Minuten-Video gezeigt, wo ich gerade offensichtlich einen Witz gemacht habe, um zu zeigen, wie schlecht ich doch recherchiere. Es ging darum, ob der damalige Lockdown richtig oder zu hart gewesen ist. Ihr wisst schon, der erste Lockdown damals, 2020. Denn wirtschaftlich hat uns das Ganze um ein Jahrzehnt zurückgeworfen. Ob es die richtige Entscheidung gewesen ist oder nicht, ist halt schwierig zu sagen. Denn mit weniger Lockdown wäre wahrscheinlich mehr Menschen gestorben. Aber ist das in Ordnung, dass mehr Menschen sterben, wenn es der Wirtschaft dadurch dann besser geht und weniger Menschen ihre Existenz verlieren? Und welche Beschränkungen haben überhaupt welche Auswirkungen? Was macht jetzt wirklich Sinn und was nicht? Das wäre halt eher eine Doktorarbeit gewesen als ein Meinungsblog auf YouTube. Außerdem ging es um dieses Thema auch überhaupt nicht in diesem Video. Das habe ich nur einmal ganz kurz angeschnitten, um das Thema oberflächlich zu erklären. Für Valulis ist das aber natürlich der Beweis, dass ich in meinen Videos überhaupt nicht recherchiere. Mhm. Lustigerweise sagen sie das in einem Video, in dem sie überhaupt nicht recherchiert haben. Oh, hops genommen. Und diese Meinung ist immer öfter da, wo der Daumen links ist. Rechts, rechts. Die Meinung ist rechts. Was für ein Scheiß-Joke. Also konservativ.
Jetzt will mir der unlustige Typ da erklären, dass ich ja ein rechter Konservativer bin. Erstmal, selbst wenn das Ganze so wäre, wäre es halt überhaupt nicht schlimm. Aber natürlich stimmt das nicht. Wobei, vielleicht stimmt's ja doch. Was für Beweise zeigen die denn jetzt so? Sieht man schon an den Thumbnails. Wie Feministen gegen Ärzte und Männer hetzen. Warum der Islam nicht zu Deutschland gehört. Und, Klassiker, Feminismus ist wichtig, aber sowas ist Männerhass. Ja, aber das sind halt nur aufreißerische Titel und die Thematik ist doch eine ganz andere, oder nicht? Oder, wer ist schlimmer, Nazis oder Islam? Sie wollen mich jetzt halt wirklich aufgrund von 4 Thumbnails und den Titeln als rechter Konservativer hinstellen. Kennt ihr das Sprichwort? Gut, ich glaube, Kuhn hatte auch mal so ein paar Geschichten irgendwie, wo er mal sich irgendwie so in die Richtung, glaube ich, angeblich mal hat geäußert dann tatsächlich. Halt mal den Rand flach, kleiner Mann, sonst sitze ich gleich im Flieger nach Madeira, hat er geschrieben. Flieg doch los, du Schwanz. In Deutschland soll er nach Madeira fliegen. Viel Spaß dabei, KuchenTV. Ich wünsche dir eine gute Zeit auf der Insel. Man soll ein Buch nicht nach seinem Einwand bewerten? Aber dass ihr mich aufgrund dieser Sachen direkt in eine Schublade steckt, sagt sehr viel über euch aus. Wahrscheinlich findet ihr auch, dass Übergewichtige immer faul und dumm sind. Leute mit bunten Haaren sind natürlich grundsätzlich arbeitslos und in der Unterschicht. Und Ausländer sind natürlich auch immer die Straftäter. Ach, ich liebe dieses Oberflächendenken aufgrund von Äußerlichkeiten. Also Rezo ist tatsächlich in der Unterschicht, das ist klar. Aber schauen wir uns die einzelnen Videos mal an. Das erste ist das, wo die Feministen gegen die Pille gehetzt haben und das Ganze mit dem AstraZeneca-Impfstoff verglichen haben, was überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum ich deswegen rechts oder konservativ sein soll, weil ich einfach auf der Seite der Wissenschaft gestanden habe. Ist auf der Seite der Wissenschaft stehen rechts und konservativ? Ja, das ist jetzt auch wieder, sehr weird argumentiert, ne? Also ich glaube, dass man, wenn man sich oberflächlich mit Kuchen manchmal beschäftigt, vielleicht schnell diesen Eindruck bekommen kann. Das, ne? Wie gesagt, hatte Kerstin Kassner ja dazu auch einen Post gemacht. Den hat sie nach meinem Video allerdings... Jetzt hat er geschrieben, ob er sich meinen Privatchat ausleihen kann. Okay. ...wieder gelöscht. Also hatte ich ja anscheinend auch ganz gut recht mit dem, was ich in dem Video gesagt habe, oder nicht? Mein Lieblingsbeispiel von denen ist aber mein Warum der Islam nicht zu Deutschland gehört Video. Ja, das ist ein sauprovokanter Titel, den habe ich auch damals absichtlich so genannt, aber ich finde es super lustig, dass sie mich aufgrund dessen als rechts hinstellen wollen, obwohl ich in dem Video folgende Sachen gesagt habe. Erstmal bin ich persönlich der Meinung, dass keine Religion zu Deutschland als Staat gehört. Religion und Staat sollten immer getrennt sein. Gesetze und Handlungen des Säkularität. Staates sollten niemals religiöse Gründe haben, sondern immer auf logisches Denken oder Fairness für die Bürger sein. Deswegen gehört für mich, wenn man diesen Punkt benutzt, weder das Christentum noch der Islam oder irgendeine andere Religion zu Deutschland. Für mich gehört jeder Mensch in diesem Land zu Deutschland, egal welche Herkunft, Hautfarbe oder sexuelle Orientierung er hat. Mir ist vollkommen egal, ob man... Aber Religion nicht, okay. ...mein Gegenüber ein Deutscher, ein Türke oder ein Südafrikaner ist. Jeder Mensch in diesem Land ist gleich viel wert und auch jeder gehört zu Deutschland. Der muss Muslime genauso wie der Christ. Okay. Wer von uns beiden recherchiert nochmal nicht, Walulis? Ich bin also der Meinung, dass jeder Mensch zu Deutschland gehört, egal welche Religion, Herkunft oder Sexualität er hat. Außerdem finde ich, dass Staat und Religion immer getrennt sein müssen. Ja, das sind wirklich sehr harte, rechtskonservative Meinungen, die ich da in meinen Videos vertrete. Ich meine, das ist zwar eigentlich genau das Gegenteil, aber das ist Walulis natürlich ziemlich egal, denn sie haben das Thumbnail und den Titel gesehen. Auch mein Feminismus ist wichtig Video passt hier halt irgendwie nicht so ganz rein. Denn ich habe da ja auch gezeigt, warum wir Feminismus immer noch brauchen. Einschnitt habe ich euch ja auch schon im letzten Video gezeigt. Generell ist Feminismus aber für unsere Gesellschaft enorm wichtig. Ganz plump gesagt bedeutet Feminismus eigentlich die Gleichstellung von Mann und Frau. Auch davon abgesehen habe ich in dem Video zum Beispiel meine Meinung zu den Geschlechterrollen gesagt. Zum Beispiel sowas hier. Schminken, Barbies oder Puppen im Allgemeinen sind halt ganz klar Dinge für Mädchen. Autos, Lego oder Fußball sind eher Sachen, mit denen natürlich nur Jungs Spaß haben. Wenn mein Sohn später zu mir kommt und eine Barbie-Puppe haben möchte, dann kann er das halt genauso haben wie den Fußball. Also das ist halt genau das Gegenteil. Teil einer rechtskonservativen Meinung, was ich da vertrete. Dass ich in dem Video dann auch ein paar Beispiele zeige, wo es... Ich finde, ich sehe schon seinen Punkt so, es ist halt wirklich nicht so nice tatsächlich recherchiert worden irgendwie. Es ist halt sehr, sehr oberflächlich und es ist, ja, Rufmord jetzt vielleicht nicht, aber sehr hetzerig, so sehr, sehr populistisch und sehr, sehr stumpf. Ne? Eben nicht um Gleichberechtigung geht, sondern ganz klar Männerhass betrieben wird, macht meine Aussagen ja nicht eher schlechter, da sich das eine mit dem anderen nicht widerspricht. Also auch dieses Beispiel kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehen. Denn ihr sagt jetzt quasi, weil ich für Feminismus bin... Ja, alle macht den rechten Schwurbler immer größer. Ich weiß nicht, wo... Ich meine... Ich kann verstehen, dass viele Leute mit KuchenTV nichts anfangen können, so.
Aber ich glaube, er hat dieses Image schon sehr, sehr lange abgelegt, ne? Dieses, was er damals gehabt hat. Deshalb, ich kann mir das easy reinziehen so, und ich biete mir auch damit keine großartige Plattform. Ich würde auch nicht sagen, dass er tatsächlich ein rechter Schwurbler ist. So, also so würde ich ihn einfach nicht einordnen. Bin ich rechtskonservativ? Das passt halt irgendwie nicht. Das vierte ist das, wo wir ein Interview auf dem CSD in Braunschweig gedreht haben. Ich meine, alleine das Thumbnail zeigt doch, dass ich nicht konservativ bin, weil ich da schon anderen Mann küsse, oder nicht? Was? Du bist nicht konservativ, du musst den Penis blasen. Übrigens die Frage im Titel soll: In einigen islamisch geprägten Ländern gibt es auf Homosexualität immer noch die Todesstrafe oder man kommt zumindest in den Knast. Die Nazis haben Homosexualität genauso wenig toleriert und diese Leute ebenfalls umgebracht. Ich wollte quasi einfach wissen, was so die allgemeine Meinung von den Leuten dazu ist. Dazu sage ich am Anfang übrigens auch Folgendes dazu. An dieser Stelle sei gesagt, wir haben nichts gegen Homosexuelle. Jeder darf den lieben, den er möchte, solange er damit keinen anderen schadet. Ja, sehr rechts und konservativ, einfach offen für alle Sexualitäten zu sein. Das kennt man ja von diesen ganzen Konservativen in der AfD und so, die sich die ganze Zeit für Homosexualität und so aussprechen. Ich habe allerdings darüber hinaus auch super viele Videos, die halt zeigen, dass das eben nicht meine Meinung ist. Ich habe zum Beispiel schon vor 5 Jahren ein Video zur Homo-Ehe gesagt, wo ich mich ganz klar dafür ausgesprochen habe. Aber auch erst vor ein paar Monaten habe ich ein Video über den Paragraphen 219a gemacht, der Abtreibungen teilweise illegalisiert. Auch da habe ich mich ganz klar dagegen ausgesprochen, also dafür, den abzuschaffen, damit Frauen, was Schwangerschaftsabbrüche angeht, viel mehr Freiheiten haben. Das ist auch eigentlich eher eine linke Meinung. Oder auch das Video, wo ich mich ganz klar für die Seenotrettung von Flüchtlingen ausgesprochen habe. Ich check das hier voll. Er muss sich ja nicht rechtfertigen. So, das ist ja offensichtlich, dass Valulus hier voll reingeschissen hat, ne? Das ist jetzt eher weniger rechtskonservativ, um ehrlich zu sein. Puh, zum Glück versucht man nicht irgendwie aus Krampf, mich in irgendeine Ecke zu drängen, sondern versucht wirklich, die Fakten zusammenzutragen. Ihr seid die Besten im Recherchieren. Vielleicht kann ich ja mal so ein Praktikum bei euch machen, damit ich das Recherchieren endlich mal lerne. Folgenden Move bringt. Bist du dir sicher, dass das nicht nur eine Phase ist bei dir? Ist dein Ernst? Ja, wir stellen dir extra unangenehme Fragen. Okay. Hey, kann ich dir hier mal kurz mit offener Homophobie entgegentreten, weil ich das super funny finde? Auch das wurde wieder aus dem Zusammenhang gerissen. Wir haben im Vorfeld mit jeder Person gesprochen, dass wir sie gleich mit den dümmsten Vorurteilen ansprechen, die wir im Internet gefunden haben. Ja, das ist halt wirklich lost. Das ist halt wirklich, wirklich lost. Das heißt, diese Leute wussten einfach schon, worauf sie sich einlassen. Der Grund dafür liegt darin, dass es halt einfach immer noch Leute gibt, die tatsächlich sowas denken wie, schwul sein, das ist doch nur eine Phase. Was natürlich absoluter Dreck ist, gar keine Frage. Aber Philipp, wenn man diese Leute einfach mal mit diesen Vorwürfen konfrontiert und die da vernünftig drauf eingehen, warum das halt keine... Ja, aber das, was du im Podcast aber gesagt wurde von Lisa, wurde auch, was ist richtig so recherchiert bezüglich selber. Ja, QNTV mag jetzt auch nicht der Beste sein im Recherchieren. Diese ganze Geschichte mit Luke und so war jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt recherchiert. Da war auch das Video schneller als die eigentliche Knowledge. Man hätte sich beide Seiten anhören müssen. Das kann man ihm natürlich jetzt hier auch zuwerfen. Entkräftet natürlich trotzdem nicht den Punkt, dass das... was Valulis hier gemacht hat, scheiße ist, ne? ...eine Phase ist, sondern sie einfach menschlich so sind, kann man eventuell mit solchen Aussagen ein bisschen aufräumen und sie vielleicht irgendwann aus der Gesellschaft kriegen. Das war der Sinn von diesem Video. Finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht schlimm, vor allem nicht, wenn es mit den Leuten abgesprochen ist. Sie nehmen natürlich diese eine Person, die am Anfang etwas kritisch darauf reagiert hat. Warum nehmt ihr nicht zum Beispiel diese Person hier? Ja, dann, was man auch noch hin und wieder gehört hat oder was ich hin und wieder höre, stehst du auf deinen eigenen Penis? Alle haben ganz offen und normal mit uns geredet und fanden das danach auch gut, dass wir dieses Video machen. Nur wieder dieser Funk-Schoßhündchen findet das... Also ich stehe auf meinen eigenen Penis. Ganze natürlich nicht so gut, denn sonst kann er nicht gegen Kuchen-TV hetzen. Weiter geht das Video dann so. Kuchen selber aber tritt gegen Minderheiten aus, als wären sie ein Haufen Bienen auf seinem Kalippo. Ja, und sagt dann, wenn man ihn fragt, es wäre ja nur schwarzer Humor. Auch das ist halt einfach wieder falsch. Ich habe noch nie gegen Minderheiten getreten und das Ganze dann als schwarzen Humor abgetan. Aber wenn etwas offensichtlich ein Joke ist, dann ist es vielleicht einfach schwarzer Humor. Wir haben dann halt unsere damalige Facebook-Seite erstellt. Mein Humor ist so schwarz, er könnte Baumwolle pflücken, glaube ich, war das. Checkst du es nicht? Nur weil das ein Witz ist, heißt das nicht, dass er nicht auch rassistisch sein kann. Nur weil etwas ein Witz ist, ist es nicht automatisch cool. Ja, das ist aber schon, glaube ich, eine sehr lange Zeit her und es war damals leider Gottes noch nicht im gesellschaftlichen Diskurs verankert. Das war damals schon nicht in Ordnung, das ist heute nicht in Ordnung und es ist immer noch Schmutz, wer diesen Joke macht und das ist absoluter BS.
Aber das ist halt leider Gottes Zeitgeist gewesen und alle haben diese Jokes gemacht. Also das ist halt wirklich dumm, das jetzt auszubuddeln so. Ja, ein Witz kann natürlich auch rassistisch sein. Aber was sie in diesem Video natürlich nicht machen, ist mir jetzt zu zeigen, warum der Name Mein Humor ist so schwarz, er könnte Baumwolle pflücken, jetzt rassistisch sein soll. Nein, das macht schon Sinn. Diese Facebook-Seite hatte ich übrigens von 2011 bis 2012. Also das ist komplett rassistisch, Bro. Da bist du lost. Natürlich ist es rassistisch. 12, also vor 9 Jahren. Props an euch, weil so weit zurück in meiner Timeline ist halt wirklich noch keiner gegangen. Darüber hinaus habe ich in dem Video nicht mal die Frage beantwortet, ob ich den Namen immer noch gut finde oder nicht. Das war einfach nur zusammenfassend dafür, dass wir halt mal diese schwarze Humorseite hatten. Er interpretiert jetzt also einfach rein, dass ich das Ganze immer noch lustig finde, einfach nur, weil ich den Namen wiederholt habe. Denn in diesem Video habe ich einfach grundsätzlich über schwarzen Humor und meine Entwicklung damit geredet. Das Problem mit schwarzem Humor ist halt einfach, dass... Schwieriges Thumbnail auch mit dem Blackfacing. Ich kann verstehen, dass man im ersten Blick mit Kuchen halt dann ein Problem hat, weil er halt bewusst provoziert und so. Aber es ist halt sehr viel YouTube-Clickbaiterei und sowas dabei, ne? Das ist so. Dass hier sehr viel mit Vorurteilen bzw. ernsten Gegebenheiten gespielt wird. Beim Namen der Facebook-Seite liegt die Pointe zum Beispiel darin, dass leider früher Schwarze versklavt worden sind. Diese haben sehr oft auf Feldern gearbeitet und auch Baumwolle gepflückt. Wenn dein Humor ja, sehr schwarz ist, also sehr dunkel, genau wie die Hautfarbe der Leute, die da Baumwolle gepflückt haben, ja, dann ist der Joke halt quasi darin, dass dein Humor so schwarz ist. Nein. Das ist jetzt lost. Das ist jetzt wirklich lost. Also das ist underlining racism so. Also die Erklärung ist komplett lost. Das ist falsch. Das ist lost. Also sorry, das kannst du jetzt so nicht. Der Joke an sich ist intendiert rassistisch. Wenn es um die Farbe geht, dann hättest du sagen können, mein Humor ist so schwarz, der könnte der Sternenhimmel sein. Mein Humor ist so schwarz, der könnte Kohle sein, wenn es nur um die Farbe geht. Aber dadurch, dass gesagt wird, Baumwolle pflücken, was nun mal eine Beschäftigung der Sklaven damals gewesen ist, das ist ja an sich auch wieder ein schwarzer Humor, ne? Also ein Joke quasi, der da drin ist. Also es ist aber trotzdem sehr, 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 sehr grenzwertig. Also im Kern nicht rassistisch, aber es hat auf jeden Fall underlining racism. Also es ist schon in meinen Augen ist es nicht in Ordnung. Wie die Leute auf diesen Feldern und er deswegen Baumwolle pflücken kann. Hier ist also ganz klar eine Pointe zu erkennen und daher ist das dann halt einfach ein Witz. Ob man das Ganze jetzt... Ja, aber das Ding ist halt immer zu sagen so, das ist schwarzer Humor. Es ist schwarzer Humor, das ist schwarzer Humor, das ist Satire, das ist Humor. Ja, man kann halt nicht alles mit Humor wegmachen. Man kann halt nicht sagen, das ist Humor. So, wisst ihr, was ich meine, ne? Wenn es lustig findet oder nicht, das ist subjektiv für jeden selbst überlassen. Ich persönlich feiere den auch nicht mehr. Und ja, wahrscheinlich gibt es auch einige schwarze Personen, die sich jetzt angegriffen fühlen oder das nicht lustig finden. Genauso kenne ich aber sau viele Schwarze, die uns damals angeschrieben haben, die meinten, dass die das halt mega lustig finden. Solche Sachen sind halt einfach immer sehr subjektiv. Aber der weiße, wahrscheinlich heterosexuelle Cis-Mann bei Funk, der ist natürlich die letzte Instanz, wenn es um Rassismus geht. Ich freue mich übrigens schon nächste Woche, wenn dann Aaron Troschke eure Nicht-Empfehlung der Woche ist, denn der hat das Format Witze über Randgruppen. Dort lädt er dann zum Beispiel Schwarze, Asiaten, Schwule oder Dicke ein. Dort liest er dann mehrere Minuten einfach Witze über diese Personen vor. Da ist Mr. Trashpack dabei bei Dicken? Und komischerweise lacht da auch einfach jeder drüber. Ich freue mich schon, wenn du den Betroffenen erklären möchtest, warum das dann doch ganz böser Rassismus ist. Darüber hinaus finde ich auch immer noch, dass es darauf ankommt, wer und wie diese Witze vorgetragen werden. Wenn ich jetzt einfach plump so einen Joke mache... Ich rede ihn doch gar nicht gut, ich habe ihn das sogar gerade bewusster kritisiert. Dann checkt man das wahrscheinlich schon. Wenn jetzt Bernd Höcke auf einmal anfangen würde, solche Jokes zu machen... dann würde man das wahrscheinlich nicht so ganz verstehen. Ja, Witze können natürlich auch rassistisch sein und über das Ziel hinausschießen. Allerdings ist das beim Namen der schwarzen Humor-Facebook-Seite damals einfach nicht so gewesen. Du hast auf dem Thumbnail zu dem Video ein fucking Blackface! Ja, das habe ich gerade eben auch gesagt, das ist nicht in Ordnung. Siehst du nicht, wie problematisch das ist, dass du deiner ganzen fucking Community, euren Kindern, beibringst, dass Rassismus witzig ist und total unernst? Wo soll ich jetzt bitte meinen Zuschauern gezeigt haben, dass Rassismus cool ist? Also irgendwie erschließt sich mir das nicht so ganz und im Video haben sie das lieber auch nicht gezeigt, sondern sind da einfach oberflächlich geblieben. Ich stehe hinter diesem Blackfacing selber überhaupt nicht mehr. Ich hatte vor 6-7 Jahren mal den Charakter Ferdinand in meinen Videos. What? Da habe ich mir so richtig unangenehm Nutella ins Gesicht geschmiert und habe dann quasi einfach einen Schwarzen gespielt. Ja, das ist eine Sache, die überhaupt nicht fit geht und deswegen habe ich die Videos auch offline genommen, weil ich das selber überhaupt nicht mehr fühle. Und
nicht mehr fühle. Du musst dich davon ganz stark distanzieren und erklären, warum das nicht in Ordnung ist. Und weiß, dass das falsch gewesen ist. Der Grund, warum ich jetzt dieses alte Bild wieder in der Thumbnail gepackt habe, beziehungsweise Kevin hat das gemacht, ist halt einfach, weil dieser Charakter zu meiner Entwicklung mit dem schwarzen Humor gehört und ich da halt auch einfach sagen möchte, dass sowas natürlich nicht fit geht. Es hat hier also einen ganz klaren Sinn, warum dieses Bild auf dem Thumbnail ist, weil dieser Charakter halt leider einige Zeit zu meinem Kanal gehört hat. Das hätte man sich auch, glaube ich, sparen können und... ja. Ich verstehe jetzt nicht, was daran schlimm sein soll, um ehrlich zu sein. Was hat Kuchen 2 Minuten vorher in demselben Video gesagt? Alles, was du von dir gibst, sind irgendwelche Fem-Nazi-Kampfbegriffe wie privilegierte Sicht. Ja, Fem-Nazi, Kampfbegriff aus der rechten Szene. Hast du einfach benutzt. Bravo, Gott. Er will mir jetzt also sagen, dass ich mich nicht über... Also das muss ich an der Stelle sagen, das Wort Fem-Nazi habe ich jetzt auch schon sehr, sehr oft aus nicht rechten Kreisen gehört. Ich kenne sogar Leute, die offen... kundig Feministinnen sind und selber über sich joken, dass sie Fem-Nazis sind, also... Rufmord beschweren darf, wenn mich jemand als Nazi bezeichnet, weil ich einen Kampfbegriff der rechten Szene benutze. Also einen schlechten Begriff nutzen, gleich Nazi sein. Das Lustige daran ist ja eigentlich auch, dass ich diesen Begriff Fem-Nazi halt überhaupt nicht mehr verwende, sondern ich habe mein Vokabular hierhingehend schon vor einigen Monaten geändert und sage jetzt einfach Fem-Extreme, weil ich das deutlich passender finde. Ich habe also meinen Wortschatz schon aktiv verändert und benutze dieses Wort einfach gar nicht mehr. Das wird von Funk aber trotzdem noch so hingestellt. Und deren Beweis ist dann ein Video von vor 5 Monaten. Fem-Nazi ist aber leider ein Begriff aus der rechten Szene. Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Wusste ich zum Beispiel auch nicht. Aber ja, klar, das ist gut zu wissen. Und dann macht man genau das, was er macht und streicht es aus dem Vokabular raus, ne? Es ist halt immer die Frage, also normalerweise muss man halt immer was Aktuelles nehmen und halt nicht kramen und so und sich halt den Stand jetzt anschauen. Weil ich glaube, gefühlt jeder Content-Creator, wirklich jeder, hat schon mal irgendwo irgendwas Problematisches gesagt, was damals im gesellschaftlichen Diskurs noch akzeptabel war und heute überhaupt nicht mehr ist. Und da zähle ich sicherlich auch zu. Und wenn man bei jedem Buddel findet man was. Aber es geht ja immer um die Persona von heute. Und jede Person macht ja eine Entwicklung durch. Und jede Person lernt ja auch mit der Zeit, ne? Obwohl ich das seit 4 Monaten nicht mehr benutze. Also auch mal wieder Props auf jeden Fall an euch. Was soll ich abschließend dazu sagen? Hier wurde ganz klar Rufmord und Framing gegen mich betrieben. Es werden Dinge aus dem Zusammenhang gerissen, wichtige Fakten werden weggelassen und es wird natürlich nur das gezeigt, was irgendwie in die eigene Meinung passt. Angeschrieben ist auch hier, übrigens cool. Auch Folgendes. Eure Kinder schauen seinen Content. Sie zeigen damit ja schon, dass sich das Ganze an eine ältere Zuschauerschaft wendet, die mit KuchenTV wahrscheinlich noch gar nichts zu tun hatten. Sie versuchen hier also ganz klar in dieser Generation ein schlechtes Bild von mir zu etablieren, weiß ich nicht, damit die Eltern den Kindern verbieten, KuchenTV zu gucken oder so. Ich weiß nicht, was sie damit erreichen wollen, um ehrlich zu sein. Ihr könnt mich kritisieren. Ich kann verstehen, dass sie halt so einen Hass auf ihn haben und ich glaube, rein oberflächlich betrachtet kann man sehr schnell dieses Bild bekommen. Das sind aber wahrscheinlich Sachen, die halt nicht mehr tagesaktuell sind. Zumindest sind das dann Dinge, die er nicht mehr so tagesaktuell nach außen trägt. Wisst ihr, was ich meine? Dagegen habe ich ja wirklich überhaupt nichts. Aber ihr könnt mich einfach nicht in irgendeine Ecke drängen, wenn es tausende Beweise dafür gibt, dass ich nicht dahin passe. Was soll das? Gerade von Funk und den Öffentlich-Rechtlichen, die eigentlich ja auch einen Bildungsauftrag haben, erwarte ich eigentlich... Immer dieses, ihr habt einen Bildungsauftrag. Die Öffentlich-Rechtlichen haben einen Bildungsauftrag, aber genauso einen Entertainment-Auftrag. Also das ist auch immer Schwachsinn zu sagen. Ja, ihr müsst jetzt jedes Format muss mit Bildung gespickt sein. Check Bohemian Browser Ballett, oder? Das ist Browser Ballett, das ist nichts mit Bildung. Ist einfach nur Satire. Ist voll funny, ist voll fun. Ich etwas mehr Neutralität bei solchen Beiträgen. Denn hier habt ihr mich offensichtlich komplett falsch dargestellt. Und das absichtlich, einfach weil ihr mich nicht leiden könnt. Oder weil ich schon öfter gegen Funk geschossen habe. Wir sehen uns im nächsten Video. Sehr schade, wie Valulis sich entwickelt hat. Denn sie sind jetzt einfach nur noch ein Schoßhündchen von Funk. Der wahrscheinlich einfach das kritisiert, was sie gesagt bekommen. Sehr, sehr schade, wenn man keine eigene Meinung mehr vertreten darf. Bis dann, meine Freunde. Okay, thanks, bye. Ja, was soll ich sagen? Letztendlich... wieder mal eine komplett unnötige Geschichte, die man sich hätte sparen können. Aber jetzt wissen wir es auf jeden Fall. interessant.